Mein Name ist Philipp Grosche und ich bin Bildungswissenschaftler. Ich bin Bildungssystemdesigner, habe studiert. Und Bildung zu definieren ist ja trotzdem schwer. Bildung ist ein Begriff, der zerrinnt mir ganz oft wie Sand über die Hand, wenn ich ihn versuche zu definieren. Ich will es mit euch versuchen. Ich möchte mit euch ein paar Charaktereigenschaften von Bildung herausarbeiten. Quasi auch wie so eine kleine Arbeit, die wir miteinander hier haben in den nächsten Tagen. Eine kleine Vorgeschichte. Ich war letztes Jahr auf einer Konferenz, da waren ganz viele Hochschuldidaktiker und haben die Idee präsentiert zu einem, könnte man ein Orientierungssemester machen. Und danach standen wir noch so an so einem Thementisch, also ganz viele Hochschuldidaktikerinnen und ich. Und wenn ich mit Kollegen unterwegs bin, dann denke ich mir, oh, ich frage mal, wer haben wir denn eigentlich für ein Bildungsverständnis? Und ich frage so in die Runde, welchen Bildungsbegriff arbeitet ihr denn eigentlich bei euch in euren Institutionen? Und ich dachte so, oh cool, jetzt können wir uns ein bisschen auseinandersetzen, ein bisschen fachlich werden, ein bisschen nerdig sein. Die meisten Kollegen standen dann so leicht verdröppelt auf ihre Füße gucken. Da ist war es sehr lange still. Und irgendwann, ein paar Sekunden, erhob jemand ganz sachte das Wort und sagte, das ist doch irgendwie das, wofür man sich interessiert, oder? Und natürlich ist die Frage gemein, was Bildung denn eigentlich ist. Wie gesagt, sie lässt sich also schlecht definieren, die Bildung. Ich habe eine kleine Definition, die ich ganz schön finde, von dem Bildungswissenschaftler, Theoretiker Wilhelm Schnapp. Der sagt, Bildung sind die Geschichten, die wir untereinander im Café sitzen erzählen, wenn es darum geht, dass unsere Biografien vielleicht in Zukunft in Parallelität verlaufen könnten. Das heißt, das, was wir uns erzählen, wenn wir gemeinsam auf einem Date sind, zum Beispiel. Insofern ist, und das sagt wiederum Karl-Josef Mazzini, Bildung erstmal eine ziemlich ästhetische Dimension. Ne? Also das erfahren wir. Und wir lernen auch ganz viel, wir haben auch ganz viel Bildung durch Erfahrung. Aber insofern, weil es, und das haben wir, Finn, bei deinem Vortrag, Udo, wir auch gut miteinander Frosse kriegen, weil unsere Wahrnehmung so individuell ist. Und jeder von uns auch irgendwie, selbst wenn wir den Udo reingucken, unterschiedliche Eindrücke haben, weil die so individuell ist, kommen wir irgendwie auch zu ganz anderen, selbst wenn wir dasselbe Objekt betrachten, unterschiedlichen Einsichten, unterschiedlichen Bildungsgeschichten. Selbst wenn wir denselben Weg, dieselbe Klasse durchlaufen haben, ne? Stellt euch mal vor, ihr wärt in derselben Klasse gewesen und plötzlich sind alle von euch Ingenieure geworden. Das ist ja wahrscheinlich nicht der Fall. Manche sind Ärzte geworden, manche vielleicht auch bei Umbau oder wie auch immer. Weil Bildung unsere Geschichten sind. Und Bildung ist Bildung immer auch so ein Stück weit eine Einbildung, sagt auch Karl-Josef Mazzini, und bedarf der Entbildung. Das heißt, die Geschichten, die wir uns was angehen lassen, müssen wir irgendwie ein Stück weit in eine Reflexion bringen. Da mag ich die Definition von Winfried Marotzki ganz gerne, Bildungswissenschaftler, den ich auch studiert habe, Professor in Magdeburg. Und er hat gesagt, Bildung, der reflexive Modus des Menschlichen in der Weltseins. Das ist ein Bildungstheoretiker, deswegen muss er so komplizierte Sätze schreiben. Was er damit meint ist, Bildung ist immer dann, wenn wir erstens die Welt uns was angehen lassen, wenn wir uns selbst was angehen lassen und wenn wir darüber in die Reflexion geraten. Also etwas in uns verändern, wie wir die Welt sehen oder wir uns selbst. Wenn wir uns also zuhören. Insofern ist Bildung, würde ich sagen, Zugewandtheit. Bildung kann insofern nicht alleine geschehen. Ja, also wir können uns ja auch nicht hier in Symposium alleine hinsetzen und ganz fest daran denken, dass Bildung allein geschieht und am Ende gehen wir nach 3 Tagen los. Und das geht durch die Gespräche, die wir miteinander haben, die Geschichten. Wir müssen also die Welt uns irgendwie was angehen lassen, mit den Worten von Pablo Rosa in Resonanz geben. Wir müssen uns wirklich tief unter die Haut gehen lassen, die Welt. Aber eben uns auch selbst. Wir müssen uns irgendwie auch ein Stück weit selbst zuhören. Wir müssen auf die anderen Menschen zugehen. Und Bildung ist insofern, finde ich, und ihr dürft gerne anderer Meinung sein, in einer tiefen Gemeinschaft mit Liebe. Bildung ist Ausdruck von Liebe. Max Horkheimer hat nämlich mal gesagt, allem, dem ich Zeit widme, und Bildung ist ja zugewandt, da haben wir gerade festgestellt,
allem dem ich Zeit widme, widme ich dir. Und jetzt einfach zuhören, mit der Welt zuhören. Und keine Sorge, man kann auch ziemlich viel Alleinbildung erfahren. Winfried Horotzky hat es schön gesagt, in einer Vorlesung. Also, Sie können auch Camus lesen. Das bringt vielleicht sogar manchmal mehr Bildung, als wenn Sie in die Schule gegangen sind. Und Bildung, Liebe, weitet. Also, es ist wie so ein ozeanisches Gefühl hat, Sigmund Freud mal gesagt. Und schlussendlich dadurch, dass sie weitet, bereitet sie die Ankunft von Freiheit vor. Wie der Philosoph Jean-Luc Nancy das sagt. Insofern ist Bildung auch weiter. Also dieses ozeanische Gefühl, was wir haben, wenn wir schier berauscht sind, wenn wir Erkenntnisprozesse haben, wenn wir uns selbst was angehen lassen oder die Welt uns was angehen. Und Bildung gelingt immer dann, wenn wir eben voneinander erzählen, davon, wie wir beispielsweise die Welt sehen. Davon was erzählen. Bildung an sich hat keinen Zweck. Immer dann, wenn drauf steht, hier geht es um das, dieses Thema. Oder wenn es darum geht zu sagen, fit für die Zukunft. Dann ist da keine Bildung drin. Wenn da drauf steht, du brauchst diese Kompetenz, um diese Person zu werden. Das ist keine Bildung. Bildung ist immer nur eine Einladung. Immer nur ein Angebot. Das darf ich mir frei entscheiden. Denn es ist am Ende ja mein Ziel. Trotzdem hat Bildung ja irgendwie eine Art Zweck für uns alle. Wir sind miteinander in diesen Geschichten auch verstrickt. Und insofern ist Bildung eine Verantwortungsübernahme. Also wenn wir Bildung vielleicht einen anderen Begriff geben wollen, lasst uns doch Haltung sagen. Und wenn wir Haltung meinen, ist vielleicht diese Haltung zu sich, zu anderen, zur Natur. Und dann meint es eben die Haltung zu sich, zu anderen, zur Natur, die grundsätzlich Verantwortung beinhaltet. Das wäre doch schön. Vielen Dank. Ja, danke Philipp. Wir vielleicht noch zu dem Hintergrund im Team. Also Philipp ist Mitglied und ist University for Future Teams. Das ist so ein offener Zusammenhang von Absolventen verschiedener Hochschulen, verschiedener Studiengänge, die gemeinsam mit Linda dazu und Karl, sind wieder Meinung sind, wir brauchen für die Zukunft in andere Hochschulbildungsformen, mit denen die Menschen tatsächlich für die Zukunft vorbereitet, die völlig anders sein wird als heute. Mir fällt das Wort Herzensbildung dazu. Genau, das gehört dazu. Ja, wieso? Und das ist der Hintergrund. Zugleich soll ich euch jetzt mal begrüßen, auch von dem Hausherr, der jetzt nicht da ist, Heinrich Kronwichler, dem wir jetzt den schönen Zustand dieses Gutes verdanken und auch die Einladung, was wir jetzt hier machen können. Er grüßt uns herzlich und haben ein paar Ergebnisse. Da ist auch gerade dabei, er ist 70 und überlegt gerade, dass er ein Vermögen, eine Stiftung zu gründen, die halt sich dieser Bewusstseinsforschung widmet. Braucht er auch Unterstützung. Also, wir sind auch beauftragt, so ein Institut zu gründen, jetzt wir und andere, die Lust haben, das zu erforschen, das in Zukunft auch so lang. Und wir haben ja diesen Titel auch formuliert: Bildung, Karriere, Bewusstsein. Und Philipp hat schon einiges zur Bildung gesagt. Und ihr beide erst auch schon mal den Bewusstseinsbegriff so versucht in den Raum zu stellen. Und wenn ich es mal so ein bisschen so aus meiner Sicht als Sozialwissenschaftler, Philosoph darstellen, vielleicht die Lage. Wir Menschen sind ja anthropologisch, geschichtlich halt, wir kommen aus klein zusammen. Wir sind Horden gewesen, Stammesverbände der Nationen. Wir haben unser Mindset oder Gedanken, Gefühlskult, weil man darauf ausgerichtet in diesen kleinen Strukturen irgendwie das Überleben zu sichern. Und dazu kam es noch dazu, in den letzten 200 Jahren hier in diesen nordischen Gegenden, um so Lebensgrundlagen zu schaffen, hat sich dieses System etabliert, kann man Kapitalismus nennen oder Industriesystem, was eben noch bestimmte Seiten in unserem blockiert hat, gerade die Herzebene. Wir mussten erstmal ans Durcharbeiten. Und jetzt ist halt der Punkt, spätestens dann Internet, ich sehe das an meinen Studierenden, so haben wir Mittel in der Hand, Technik, nicht bloß Atomwaffen, sondern auch KIs und anderes, womit die kleinen Verbände wieder funktionieren. So, die zwingen uns ständig drüber auszugehen, weil die Wirkungen so groß sind. Und wir haben bisher nicht die subjektive Fähigkeit, wenn wir es mal Bewusstsein entwickeln können, damit umzugehen. Das Bildungssystem hatte bisher die Aufgabe, Menschen auszubilden, in kleineren Strukturen zu funktionieren. Und deshalb stehen da so mehrere Fragen im Raum. Die eine
dann zum Beispiel auch Potenzialentfaltung. Ne, so, was sind denn das Menschen auch für Potenziale, in einem größeren Rahmen zu denken, zu fühlen, zu handeln? Ne? Also nicht in den kleinen Familienverbänden, Staaten, Unternehmen, sondern immer uns zugleich als Weltbürger, noch besser als globale, universelle Wesen zu fühlen, die mit allen in Verbindung sind. Ne? Also wo sind denn unsere Voraussetzungen? Ja. Mit Rudolf Barrow, mein Lehrer, sprach man immer so, ganz am unten ist sowas wie eine Conditio Romana, wo wir wahrscheinlich eine Fähigkeit haben, also universell zu fühlen, zu spüren. Ich glaube, jeder kennt das auch manchmal. In guten Momenten fühlen wir uns verbunden und haben Wissen und fühlen aus einer anderen Dimension heraus. Ich glaube, wir sind dazu fähig, aber wir haben bisher die Funktion der Gesellschaft, wie man Bildung nimmt, in Schulen und Hochschulen, nicht darauf ausgerichtet, das zu entwickeln. Das heißt, wir brauchen Eier. Ein Verständnis dessen, was ist das, dieses Potenzial, was uns dazu befähigt. Wir haben bisher nur Begriffe aus Vergangenheiten, aus religiösen oder östlichen Zusammenhängen, die das alles irgendwo umreißen. Wie auch immer, als Mutter, als Gott in uns, aber whatever, das taugt halt nicht für die moderne Welt. Das sind alles Ansätze, die uns irgendwie Hinweise geben, aber wir brauchen für die Zukunft eine neue Begrifflichkeit. Und haben halt dieses Buch, was wir rausgegeben haben, was ihr heute schon hattet, auch versucht, mit dem Arbeitstitel Metabewusstsein taugt das, ne? Also nicht irgendein Bewusstsein, sondern ein Bewusstsein in einer größeren Dimension, was aber nie nur Gedanke ist, was immer auch vor allem Gefühl ist. Ne? Also ich nenne es inzwischen auch ein bisschen Meta-Feeling, ne? Also ne? Uns mit dem Ganzen verbunden zu fühlen. Ne? Also wir brauchen an die Forschung, was ist das in uns, wie kann man dafür eine Sprache finden, ne? Weil, hat Bertolt Brecht mal schon gesagt, Begriffe sind nur mal Begriffe, um die Welt zu bewegen. Wenn wir es nicht ausdrücken können, können wir nicht so gut damit umgehen. Und wir brauchen B halt Strukturen, Bildungsformen, Schulen, Hochschulen, wie Marke und andere schon länger versuchen, die das auch den vielen jungen Menschen, die es eigentlich wollen, auf einer Ebene beibringen, dass sie das auch kompetent umsetzen können. Und deshalb also der Versuch jetzt hier, dieses Symposium zu machen und zu schauen, weil es gibt leider nicht so viele. Auch in der Forschung, wir haben ja alle, dass die Forschung mit den 4 Milliarden Euro macht und anrichtet, sich nicht diesen Themen zu widmen, leider. Aber da fangen wir halt an und versuchen, meine Menschen zusammenzubringen, ob wir dann einen Schritt weiterkommen. Ne? Und schön, dass ihr so alle da seid und wir also jetzt 2 Tage Zeit haben, da versuchen eben Annäherung zu finden. Und wir haben bewusst dann auch dieses Format des Open Space gewählt, ne? Mit einigen Inputs, aber klar ist, wir müssen uns da miteinander helfen, uns da weiterzuentwickeln. Also sind ja alle eingeladen, morgen dann auch, wenn Sie Ideen haben, Ihre Fragen, Formate, Workshops mit einzubringen.